schon. Da gibt es schon das erste Wimmelbildspiel. Na, sehr schön. Ja, heute kleines Training gleich. Kleines Among Us Turnier. Testtraining. Aber erstmal Wimmelbildspiel. Willkommen zurück. So, wir suchen wieder ein Waschbär, Christbaumkugel, Tannenzapfen, Delfinkröte, Windrose, dreimal Eidechse, Axt, Eiche, viermal Noten, Seestern, Messer. Okay, dann fangen wir erstmal. Die Axt ist nicht das. Okay. Ist die Axt nicht auf Anhieb finde, ist auch kriminell. Dann fangen wir erstmal mit drei Eidechsen und vier Noten an. Die am meisten vorkommen, erstmal suchen. Hier ist eine Eidechse. Nicht? Sie ist aber eine Eidechse. Das ist eine Anekdote. Hier ist eine Note. Das ist keine Eidechse und das ist wahrscheinlich ein Salamander. Okay. Da brauchen wir nicht, den Hammer. Das ist eine Schere. Ach, das war die Axt, auf die der Marienkäfer saß. Okay. Wir brauchen noch drei Noten und drei Eidechsen. Bist du der Seestern? Das war ein Seestern, na toll. Das ist ein Auge. Das könnte eine Eidechse sein. Eine Eule. Delfin. Ein Gartenzwerg. Wird leider nicht gesucht. Brecheisen wird auch nicht gesucht. Tannenzapfen liegt hier. Sehr schön. Blauer Schmetterling. Okay, was war das? Das war. Irgendwas haben wir da gefunden. Rubin. Statue würde ich schon sagen. Eine Herzkarte. Und wo sind eine Eidechse? Ach, hier ist eine Eidechse. Hier ist auch noch eine. Jetzt sehe ich sie. Eine Eidechse brauche ich noch. Und die grüne. Irgendwo ist hier noch eine grüne Eidechse. In so einem grünen Bild natürlich sehr praktisch. Wenn man damit grüne Eidechse hat. Na, sehr toll. Zwei Noten musst du auch noch finden. Tomaten werden nicht gesucht, oder? Ein Kristall. Eine Christbaumkugel suche ich und einen Waschbär. Hier ist ein Waschbär. Christbaumkugel. Ist eine Note. Wo ist denn hier? Hier ist eine Christbaumkugel. Eine Kröte und eine Windrose. Was ist denn eine Windrose? Das klingt nach einer Krankheit. Das hier? Ja, das ist die Windrose. Eine Kröte. Habe ich auch schon mal gesehen. Ich meine, die habe ich hier irgendwo schon mal gesehen. Bin schon mehrfach dran vorbei. Hier ist noch eine Note. Eine Eidechse suchen wir noch. Kröte, Eiche, Eidechse, Messer. Ist noch gesucht. Ist noch eine Eidechse. Die war so schön grau getarnt unterm Stiefel. Messer, Eiche, Kröte. Messer. Messer, Eiche, Kröte. Hinweis. Ach, das ist die Kröte. Schön grau getarnt. Eine Eiche und ein Messer. Eiche und Messer. Das ist eine Schnecke. Hier ist eine Eiche.
Und das Messer. Das sind wir auch noch hier. Das ist eher ein Dolch, aber gut. Zählt nicht. Wo ist das Messer? Das ist ein Kreuz. Mima Messer. Vielleicht kriegen wir noch einen Hinweis. Wie können wir nutzen, wenn wir es wirklich nicht finden? Tja. Da oben? Wo ist denn hier ein Messer? Ach, hier im Schuh. Messer im Schuh. Na toll. Plan ist der Labyrinths. Okay, hier liegt irgendwo Plan rum. Hier vielleicht. Die wichtigen Sachen sind eigentlich ziemlich auffällig. Hier? Ja. Sehr schön. Du hast ein nützliches Objekt gefunden, Plan des Labyrinths. So. Ohne Plan wirst du dich verlaufen. Okay, ja. So halt. Ich habe doch einen Plan. Ui. Labyrinth-Spiel. So ein Labyrinth-Spiel. Also. Achso, damit können wir jetzt die. Verstehe. Jetzt können wir hier durch. Wir müssen hier raus. Das heißt. Ich würde erstmal drunter. Mist. Drücke ich erstmal auf den Knopf. Also hier entlang. Aufpassen, dass wir es nicht zu dünne verschieben. Wenn ich jetzt damit hier runter gehe, aber nur einen, vorsichtig. Muss den hier runterschieben, dann komme ich da nicht mehr durch. Und jetzt den dort. Das war schon ein Fehler. Den ich runterschieben müssen, dann hätte ich dadurch gekonnt. Okay, so schwer ist das Rätsel gar nicht. So, die Tür ist jetzt geöffnet. Verdammt. Schon verkackt, würde ich sagen, oder? Den muss ich irgendwie bis hierhin. Ja, bis. Ja, den hätte ich noch eins weiter schieben müssen, dann hätte ich dort. Okay. Ein bisschen nachdenken muss man. Dann können wir hier jetzt runter. Ich würde sagen so. Und dann kommen wir hier durch. Verschieben um eins, können wir hier runter und den verschieben und dann sitzen wir eine paar Klemme. Eventuell können wir den aber noch verschieben. Zack, zack, zack. Hier unten den Knopf betätigen, dann kommen wir da oben durch. Das Herz, den Herzknopf betätigen. Okay, aber wie tun wir das jetzt hier verschieben? Ziehen können wir ja eh nichts. Dann können wir das machen. Hier hoch. Können wir irgendwie von der anderen Seite ran und das hochziehen? Ich glaube es nicht, dass das klappt, aber ein Versuch ist wert.
nee, das wird nix. Wie kriege ich das Labyrinth jetzt hin? Okay, versuchen wir erstmal dadurch zu kommen. Da kommen wir aber nicht lang. Da müssen wir erstmal das hier erledigen. Wie ist denn das am Anfang? Es ist so die ganze Zeit. Okay. Wie zum Henker. Verlass das Labyrinth, was? Ist ja der Hammer. Was für ein geiler Hinweis. Da bin ich so jetzt nicht drauf gekommen. Das ist ja wirklich genial. Aber wenn wir den... Können wir das da durchschieben, oder? Ja, wir hätten es einfach durchschieben können. Wir können hier einfach mal... können das ja dann durchschieben, wenn das offen ist. Jetzt den hier durch. Wie haben wir das gemacht? So haben wir das gemacht. Dann kommt man hier durch. So, den bis hier durchschieben, bis wir hier durchkommen. Dann machen wir das hier. Dann gehen wir hier runter bis zum... So, dann haben wir dann die Tür offen, dann können wir das Büschelchen auch durchschieben. Oh, scheiße. Dafür müsste das Büschel auch dorthin. Na gut, da ist nochmal von vorne. Jetzt kennen wir ja den Weg. Bis dahin. Runter, das hier noch zur Seite schieben. So, der muss nach unten. Der muss nicht nach unten, der muss zur Seite. Der muss bis ans Ende durch. So, den müssen wir jetzt auf den Schalter stellen, damit wir da durch können. Achso, nee, erstmal müssen wir die Tür aufmachen. So, sehr schön. Jetzt muss das auf den Schalter drauf. Sehr schön. Jetzt können wir da unten durch. So, was machen wir jetzt am dümmsten? Da müssen wir dann, da können wir dann den müssen wir zur Seite schieben, weil sonst versperrt uns hier den Weg. Den müssen wir eventuell, ja, den müssen wir wahrscheinlich auf den Knopf drücken, auf drauf, drauf schieben. Das heißt, der muss erstmal nach oben, oder nicht? Der muss erstmal zur Seite. Das heißt, den können wir bis an den Rand schieben, oder? Den hier bis an den Rand. Den können wir schon mal reinschieben, da wollen wir ihn sowieso haben. Den zur Seite. Dann können wir hier durch. Jetzt müssen wir nur noch das Rätsel hier lösen. Wir müssen wieder uns draufstellen auf den Knopf. Das müsste doch machbar sein, oder? Und den jetzt hier runterschieben. Das ist sehr schön. Können wir dadurch. Jetzt müssen wir uns nur noch irgendwie. Ja, da können wir dann dort. Okay. Ich weiß nicht, müssen wir uns da drauf stellen oder. Eventuell habe ich jetzt hier schon verkackt. Aber wenn wir da oben, das ist doch, dann kommen wir hier nicht. Nur am Anfang den da verschieben. Den nach oben verschieben. Haben verkackt. Okay, wie stehen die dort?
Ah, dann können wir den verschieben, wenn wir den nach oben schieben. Okay. Schnell nochmal durch. Ich schaffe das Rätsel jetzt noch bis zur Amonges-Runde. Den hier durch. Da oben ist schon richtig so. Der zur Seite. Und wir hier durch. So, dann hier den Schalter öffnen. Schon ein bisschen knifflig, das Labyrinth hier. Nicht schlecht. Wenn man das noch nie gespielt hat, ist das schon nicht übel. So, wie war das hier? Der darf durch. Der muss sogar durch. Und dann haben wir hier Bahn frei, um den zu verschieben. Der muss nach hinten durch. So, dann können wir hier durch. So. Den Stein runter, oder? Ja. Dann können wir hier drauf. Können wir hier auch schon mal den Weg frei machen. Dann können wir dann mit dem dann runter. Und dann dort, ja. Oder? Ja. Müsste klappen. Nachher. So, wenn wir den jetzt hochschieben, können wir den zur Seite schieben. Dann können wir den zur Seite schieben. Müsste eigentlich. Können wir da dazwischen. Sehr schön. Okay, und jetzt können wir da unten raus. Ja, da muss der auch hin. Das muss auch frei sein, damit wir hier... Oh, verdammt. Nein! Ich habe es zurückgesetzt. Okay, wir haben es schon uns noch gemerkt. Versehentlich den Rücksetzknopf drücken, ist auch blöd. Okay, jetzt erst den hier. Wir haben es gleich. Das Rätsel schafft mich ja hier noch. Der blöde Rücksetzknopf mitten in der Mitte. Muss man aufpassen, wo man den klickt. Kurz vorm Ende dann den Rücksetzknopf. Den hätten sie auch woanders platzieren können. Nicht so weit schieben. Der muss an den Rand. Und kommen mit dem hier durch. So, Concentration. Den jetzt nicht verschieben, sondern hier lang. Jetzt müssen wir den hier runter. Den runter, da rauf. Jetzt können wir da hoch. Das können wir schon mal verschieben. Das war jetzt der hier. Nein! Ich glaube, da haben wir schon verkackt. Oder auch nicht. Können wir uns dazwischen quetschen. So, jetzt hier runter. Jetzt haben wir die letzte Tür geöffnet. Jetzt bloß nicht auf den mittleren Knopf drücken. Vorsichtig, nicht zu voreilig. So, wenn wir den jetzt runterschieben, machen wir den bis hier.
Dann haben wir hier doch Platz, um dann den, das müsste reichen, so durch können. Das müsste doch 100 Mal reichen. So schön. Und dann den jetzt nicht auf die Rücksetztaste drücken. Hier. Und jetzt raus. Sehr schön. Labyrinth gelöst. Herzkönigin ohne Kopf. Ach du Schreck. Stopp! Wer geht hier? Man sollte sie enthaupten. Ab mit deinem Kopf. Euer Majestät, ich sehe ihren Körper, aber wo ist ihr Kopf? Folge meiner Stimme, Dummerchen. Ich bin bei den Vorhängen. Sag mal, dein Zimmelbildspiel und suchen den Kopf der Königin, oder was? Na, sehr schön. Jetzt müssen wir den Kopf der Königin finden, na toll. Rubinschlange, vorhin geschlossen, drei Zuckerstangen, Bube, Muschel, vier Schmetterling, Tasse, Erdbeere, Pfeife, Knopf, Geldbörse. Okay, viermal Schmetterling, dreimal Zuckerstange als erstes. Hier ist ein Schmetterling. Ist noch ein blauer. Okay. Schachfigur, brauchen wir die. Das könnte noch ein Schmetterling sein, ist es aber nicht. Schmetterling, Schmetterling, Schmetterling. Ein Löffel. Zuckerstange sehe ich hier noch gar keine. Rubin brauchen wir, der liegt hier. Pfeife habe ich auch schon mal gesehen. Bin ich schon mal dran vorbei. Hier. Tasse dürfte auch nicht so schwer sein. Zeigen Sie es als Muster und irgendwo drauf. Ein Löffel brauchen wir nicht. Schmetterling. Einen Schmetterling brauchen wir noch. Ist noch eine Muschel. Der Bube. Wahrscheinlich als Karte. Hier ist der Bube. Einen Schmetterling brauchen wir noch. Ist kein Schmetterling. Ist eine Nacktschnecke. Ist ein Globus als Muster. Ist eine Kröte. Die wir nicht brauchen. Zuckerstange. Ach, hier ist eine Zuckerstange. Zwei Zuckerstangen brauchen wir noch. Hier ist noch eine. Und wo ist die dritte Zuckerstange? Hier ist eine Tasse. Hinweise nutzen wir erst zum Schluss. Was nicht mehr finden. Geldbörse, Erdbeere, Schmetterling, Zuckerstange, Schlange, Vorhängeschloss. Vorhängeschloss habe ich hier irgendwo schon gesehen. Das war gar nicht so winzig. Das ist ein Schlüssel. Hier. Schlange habe ich noch nicht entdeckt. Erdbeere, Geldbörse. Erdbeere war hier. Geldbörse, Schmetterling, Zuckerstange, Zuckerstange, Schlange. Ja, die Anekdoten, das ist jetzt erstmal weg, da habe ich, hat man im letzten Stream genug von. Eine Zuckerstange muss hier noch irgendwo hängen. Da könnte es mal einen kleinen Hinweis geben. Das letzte Schmetterling. Ah, okay. Die Hinweise sind eigentlich eine Auflösung. Lupe. Okay, wir suchen noch eine Schlange, eine Zuckerstange und eine Geldbörse. Das könnte eine Geldbörse sein, das könnte als eine durchgehen. Ein Sack von der Geld. Eine Zuckerstange und eine Schlange. Puh. Hier ist eine Schlange. So, wenn ich die Zuckerstange nicht finde, muss ich den Beweis, den Hinweis nehmen. Die Auflösung. Zuckerstange. Ja, den Kopf der Königin haben wir ja hier schon. Zuckerstange. Ich sehe es nicht. Ach
da auf. Okay. Interessant. Kopf der Königin. Nützliches Objekt. Na, sehr schön. Ich weiß nicht, inwiefern das nützlich sein soll. Ich finde mich besser. Ich hätte nicht gedacht, dass eine Enthauptung sich so unangenehm fühlen würde. Aha. Verfluchter Jabberwock. Ich wecke ihn und das ist dein Dank. Sie haben ihn geweckt. Warum? Ich hatte keine anständige Armee mehr. Sie hat ein gewisses Mädchen mit einem mitten im Prozess plötzlich so schnell wuchs, dass meine Wachen in alle vier Wände verstreut wurden. Nach dieser Demütigung musste ich einen Champion rekrutieren, der in der Lage ist, einen Riesen zu bekämpfen. Ich weckte den Jabberwock, aber er lehnte mein Angebot ab und beschloss, mein Königreich in einen Albtraum aus Ordnung und Vernunft zu verwandeln. Es ist unfassbar. Es ist das alles ihre Schuld. Das Kaninchen sagte mir, sie seien die Einzige, die den Zug starten kann, der zum Jabberwock führt. Folglich werden sie mir dabei helfen, den Schaden zu reparieren. Ich werde mich diesem Monster nie wieder nähern. Allerdings kann ich dich zur Königin machen, sodass auch du den Zug manövrieren kannst. Aber zunächst wirst du eine Krone brauchen. Der Hutmacher müsste dir helfen können. Okay. Jetzt müssen wir zum Hutmacher gehen und uns eine Krone holen. Okay. Erstmal kein Wimmelwildspiel, sondern erstmal ab zurück zum Hutmacher. Hallöchen. Hutmacher, ich brauche eine Krone. Eine Krone? Ich hätte niemals ausreichend Erfahrung, um eine Ort anzufertigen. Ich bräuchte viele Jahre dafür. Es lässt sich arrangieren. Stimmt, wir haben ja eine Zeitreise. Ab durch die Zeit. 100 Jahre später. Ich brauche dich, um mir eine Krone anzufertigen. Es ist lange her, dass ich eine solche Herausforderung angenommen habe. Ich will es gerne versuchen, aber ich brauche ein paar Blumen. Ein Diamanten und eine Tiara. Idealerweise weiße Rosen aus der Schachbrettebene sind am schönsten. Okay. Weiße Rosen aus der Schachbrettebene. Wir müssen etwas Farbe finden, um die roten Rosen. Finde vor zu meinem Topf mit weißer Farbe, um die roten Rosen weiß anzumalen. Sehr schön. Ach, das Farmritz hier schon wieder. Das kriegen wir doch noch hin. Sehr schön. Genau die weiße Farbe, die ich brauche. Aha, Musterfarbe. Ne, das ist das falsche Muster. Das war hier. Das habe ich auch schon mal gesehen. Nicht, das passt. Das passt hier hoch. Das passt dazu. Sehr schön. Und das ist die weiße Farbe. Wir brauchen einmal weiße Farbe. Na toll. So, Eichel, Handschuh, Zuckerstange, Zuckerzange, eine Stange. Ich habe schon so eine Idee, wie die aussieht. Dreimal Schnecke, Schnecken. Ja, dreimal Schnecke, Schnecke. Okay, also viele Schnecken. Pfeffermühle,
Maus, Pfeil, Tortenheber, blaue Blume, zweimal Eidechse, zweimal Frosch. Okay, das sind die Sachen, die wir hier im Wimmelbild finden, sondern das Wimmelbild ist tatsächlich sehr schön, also ich finde es bisher, hier ist ein Frosch. Sieht auch nicht. Okay. Ach, das sind die Frosch, die wir finden sollen. Bisher finde ich wirklich, also die Musik bei den Wimmelbildspielen ist ein bisschen nervig, aber ansonsten finde ich es angenehm bisher, also. Grüne Maus. Und das ist nicht die, nicht die Zuckerzange. Zuckerzange müsste im Zucker liegen. Oder auch nicht. Schnecken müssen wir finden. Okay, das ist wahrscheinlich eine von den Nacktschnecken. Wahrscheinlich Nacktschnecke und richtige Schnecke. Eiche. Handschuhe, die müssen auch auffällig sein. Das muss doch hier irgendwo. Ein Tuch. Das sind aber keine Handschuhe, oder? Ein Pfeil. Der hier im Herz drin. Ein Toten hier, bei den habe ich schon gesehen. Der ist hier. Eidechse müssen wir auch hier wieder finden. Hier ist eine Eidechse. Schnecken müssen wir finden. Ein Pfeffermühle. Den habe ich ja auch schon gesehen. Wo ist er? Hier, glaube ich, oder? Ja, Pfeffermühle. Schnecken suchen wir noch Handschuhe, Zuckerzange. Das ist keine Schnecke. Ich gebe mir mal einen Hinweis. Ach, das ist die Zuckerzange. Sehr schön. Ach, das ist die Schnecke. Zwei Nacktschnecken brauchen wir noch. Mal genau hingucken. Wo sind die noch Schnecken? Was wir nicht brauchen. Okay. Das sieht hier so aus wie eine Schnecke, das Runde hier. So klipprige was hier. Scheint eine Krone zu sein, aber scheint auch die Krone zu sein, die wir brauchen. Das sieht ein bisschen ekelhaft aus. Und glitschig ekelhaft. Bacon. Okay, kleiner Hinweis. Ach, da war eine Schnecke drauf. Sehe ich natürlich in dem Muster der Sanduhr nicht. Okay, wir müssen auch mal in den Mustern nachgucken. Hier sind Handschuhe. Schnecke und Eidechse suchen wir noch. Da ist keine Schnecke drin. Okay. Schnecke und Eidechse. Was, das war eine Schnecke? Das sah aus wie eine Süßigkeit. Die hat aber ein interessantes Muster gehabt. So finde ich die Eidechse noch. Zeigst du mir. Ach, da hinten im Grün, da habe ich gar nicht hingeguckt. Ja, sehr schön. Tiara, das musste sein. Eine Tiara. Auch Krone genannt. Müssen wir ihm die doch geben, damit er die... Das macht ja keinen Sinn, dem Zukunfts...
Ich wäre glücklich, dir eine Krone anzufertigen, aber dazu bräuchte ich Rosen und einen Diamanten. Und hier, die Tiara reicht nicht aus, oder? Was? Achso, die Rosen und einen Diamanten, okay. Die Rosen können wir jetzt einfärben. Jetzt müssen wir die Rosen finden. Nicht? Wir haben doch Farbe hier. Finde einen Pinsel im Garten. Ach so, ja toll. Im Garten. Der ist hier, oder? In welchem Garten? In diesem Garten. Ein weiteres Wimmelbett spielen. Und am Ende fliegen wir einen Pinsel. Okay. Ja, in Alice im Wunderland im Original musste man weiße Rosen rot malen. Für die rote Prinzessin, jetzt muss man es andersrum tun. So, Rechen, Salamander, Kirsche, Sterne, Öle, Schere, drei Edelsteine, Karaffe, Biene, vier Schnecken, eine Birne und ein Schraubenzieher. Schraubenzieher habe ich doch hier schon gesehen. Ach ja, hier. Eine Birne. Hier. Vier Schnecken. Und drei Schnecken. Zwei Edelsteine. Ein Edelstein. Zwei Edelsteine noch. Das sind keine Edelsteine. Schade. Aber das. Und hier hängt irgendwo noch einer rum. Das könnte eine Schnecke sein. Hier ist noch ein Edelstein. Sehr schön. Das könnte eine Karaffe sein, das ist aber nicht. Karaffe. Okay, hier ist eine Eule. Zwei Schnecken. Hier ist ein Auge. Eine Biene müssen wir auch noch finden. Wo ist denn hier eine Biene? Wahrscheinlich wäre jetzt ein Muster irgendwo drauf. Nee, das ist die Schnecke. Das Muster. Biene. Ist noch eine Schnecke. Karaffe, Biene, Sterne, Schere, Rechen, Salamander, Kirsche. Hier ist der Salamander. Tomaten suchen wir nicht. Ein Rechen suchen wir. Das ist eine Brechstange. Das könnte einer sein. Ja, eine Schaufel. Achso, das ist ein Rechen. Rechen ist eine Harke. Kirschen. Wo hängen hier Kirschen? Das könnte eine Biene sein. Sehr schön. Eine Karaffe. Ist das eine Karaffe? Sterne. Hier sind Sterne. Eine Schere haben wir hier. Hier ist eine Gartenschere. Noch eine richtige Schere. Hier so eine. Und Kirsche brauchen wir noch. Ohne Hinweise vielleicht jetzt. Gehen wir vielleicht sogar mal ohne Hinweis hin. Eine Kirsche. Das sind Tomaten. Ach ja, hier in Grün. Sehr schön. Und ein Pinsel. Der ist hier. Sehr schön und Hinweise. Ist das kein Achievement wert ist. 21 mal Rose. Na toll. Achso, jetzt müssen wir die mit dem Pinsel einfärben. Das wird dann am Ende knifflig. Wenn wir die meisten erledigt haben oder noch.
Noch 7. Denkst du, hast alle im Gesicht und dann noch 20 Rosen. Eine Rose noch. Okay, ganz so schlimm ist es nicht. So, jetzt haben wir weiße Rosen. Eines Tages werde ich genügend Erfahrung haben mit meinem Krone. Ach so, deshalb müssen wir zum Zukunftshutmacher. Er hat schon genügend Erfahrung. Ach, Diamanten bräuchten wir noch. Einen Diamanten brauchen wir. Hinweis. In der Spiegelwelt. Finde einen Diamanten in der Spiegelwelt. Oh, okay. Denn die Spiegelwelt ist woanders. Die ist am Eingang. Hier. In der Spiegelwelt. Ein Diamant. Okay, 3 Tintenfässer brauchen wir. 3 Hufeisen. Eine Sanduhr, Blasebalg, Fahrrad, Vorhänge, Schloss, Ring, Nadel, Glöckchen, Zitruspresse, Knopf, Schuh. Knopf haben wir hier schon mal. Hufeisen auch nichts. Zu schwer zu entdecken. Die Sanduhr. Verzeihung. Vorhänge, Schloss. 2 Hufeisen noch. Okay. Jetzt noch kleinere Hufeisen. Ich jetzt nicht auf Anhang. Anhieb davon. Tintenfässer. Brauchen wir noch welche. Okay, was war das? Das war der Knopf. Ne, der Knopf war das nicht. Das war einer der Hufeisen mal da unten. Noch ein Tintenfass. Ist das nächste Tintenfass. Blasebalg. Und da habe ich eine Idee, wie das aussehen könnte. Zitronenpresse. Die Lügenpresse. Der Schuh. Nadel. Ach, das war das Fahrrad. Hufeisen. Und das war der Ring. Okay, das hätte ich jetzt nicht gesehen. Habe ich einfach so angeklickt. Hufeisen, wo ist denn hier noch ein Hufeisen? Ist eine Glocke? Glöckchen? Könnt ihr gleich mal, wenn das auf YouTube seht, als Streamaufzeichnung, könnt ihr gleich mal aktivieren, die Glocke. Nadel, Hufeisen, Blasebalg brauchen wir noch. Ist noch ein Diamant. Nein, den brauchen wir gleich, können wir uns merken. Kleiner Hinweis. Ach, da ist das letzte Hufeisen. Ich dachte, das wäre die Schnalle. Nadel. Blasebalg. So, die Nadel immer laufen. Fast wortwörtlich. Hier ist die Nadel. Ich brauche noch den Blasebalg. Hier hinten vielleicht. Irgendwo ganz winzig, irgendwo als Abbildung, irgendwo drauf, als Muster. Hier. Na wo denn? Im Blasebalg. Ach hier, das hat man ja kaum, das ist ja wirklich vom unteren, vom Boden nicht zu unterscheiden. In derselben Farbe wie den Diamant hatten wir hier. Sehr schön. Damit können wir uns die Krone machen gehen lassen. Machen lassen gehen. So, auf zum Mutmacher. In die Zukunft. Hier die Elemente, um die du mich gebeten hast. Perfekt, alles. Schau einen Mutmacher bei seinem Werk zu. Und hier ist deine Krone. Ich konnte aber nicht zusehen. Ich hätte gern zugesehen. Das ist. Oh Mann. Dann gut machen. Du hast nicht du hast bemerkenswerte Arbeit geleistet. Naja, hübsch sieht es immer noch nicht aus, aber was soll's. Ist ja nur ein bisschen zum Zweck.
des Labyrinths zur Königin. Eine sehr hübsche Krone. Finde ich nicht, aber okay. Vielleicht etwas zu hübsch für dich, wie dem auch sei. Ich, die königliche und erhabene Majestät, die Herzkönigin, und alles zu legitimen und rechten sind Königin des Wunderlandes. Ist alles? Ja, das ist alles. Unverschämtes kleines Ding. Ach nein, vergiss nicht, das heilige Zepter zu nehmen. Du wirst es brauchen, um einen Zug zu starten. Das müssen wir natürlich in einem Wimmelbildspiel finden. Was auch sonst. Federhut, Hammer, Käfer, Pik. Hier haben wir ja schon die Pik. Nicht? Pik Ass. Das ist Karo. Das ist Blitz wahrscheinlich. Okay. Armband, Sichel, viermal Schachfigur, Pinsel, Garnrolle, dreimal Stern, Löffel, Nacktschnecke. Sterne gesucht, jetzt zweimal Stern. Einen zweiten Stern müssen wir finden. Nimm schon mal Schachfigur. Noch eine Schachfigur. Noch ein Stern. Hier ist noch ein Stern. Sehr schön. Ach, das ist die Pik. Löffel habe ich auch schon irgendwo gesehen. Mit Unterbewusstsein hat es gesagt, ob der Skarabäus war der Käfer, der gesucht war. Zwei Schachfiguren suchen wir noch. Hier ist ein Ring. Wahrscheinlich wieder irgendwie jetzt Muster. Irgendwo rauf. Den Löffel suchen wir. Sicher. Federhut ist das hier. Eindeutig erkennbar. Der Hammer müsste auch nicht so schwer sein. Das ist ein Spitzhacke. Das ist ein Garn. Ah, die brauchen wir tatsächlich. Ein Hammer. Hals kratzt ziemlich. Schachfigur. Die Anekdoten messen wir heute mal aus. Suchen wir noch. Das war der Hammer? Ich glaube es ja kaum. Es ist ja der Hammer. Armband, hier Schachfigur, Pinsel, Löffeln, Nacktschnecke. Das war die Sichel, okay. Interessant. Eine Schnecke habe ich ja noch gar nicht gesehen. Keine Hinweise an der Stelle. Ach, die Schachfigur. Pinsel. Schwert brauchen wir nicht. Löffel. Nacktschnecke. Ich habe eine Art Spinne oder Fliege. Nicht die Nacktschnecke hier. Sieht fast ein bisschen danach aus. Ein Pfeil. Hier ist eine Nacktschnecke. Pinsel und Armband.
Binse erkennen. Jetzt hätte ich als Binse erkannt. Sieht ein bisschen. Sieht nicht nach einer Binse aus. Hier ist ein Armband. Sehr schön. Ein Herzschlüssel. Ach, ich dachte, Zepter wird gesucht. Ein Herzschlüssel, das ist der hier. Sehr schön. Zur Lok. Auf geht's. Schuf, schuf. Es ist an der Zeit, den Zug ins Rollen zu bringen. Oha. Rätsel. Es fehlt etwas. Nein. Nicht wahrscheinlich hier drauf. Da müssen wir erstmal drei Würfel, eine Brille, Hufeisen, Trompete, Boxhandschuh, Klee, dreimal Kreuz, Nunchaku, Fernrohr, Mikroskop, Pergament, Flugzeug finden. Das brauchen wir nicht. Okay, Boxhandschuh. Sah seltsam aus. Achso, ja, okay. Drei Kreuze mache ich in den Kalender, wenn ich damit durch bin mit dem Spiel. Macht zwar schon irgendwie Spaß, aber ja, Wimmelbildspiele sind immer irgendwie seltsam. Schachfiguren suchen gerade nicht. Ein Kreuz brauche ich noch. Jetzt sind nicht die Schachfiguren alle. Das ist. Sehr schön. So, das ist das Mikroskop. Okay. Pergament. Hier. Das war das Pergament. Flugzeug. Ein Wort mit drei Arten, das G auszusprechen. Flugzeugträger. Ja. Hier ist noch ein Kreuz. Nunchaku. Hier ist Nunchaku. Ein Fernrohr. Ist eine Trompete. Ja, sehr schön. Flugzeug, Fernrohr, Klee. Brille, dreimal Würfel. Hier ist ein Würfel. Hier ist noch ein Würfel. Hier ist noch ein Würfel. Das war's. Eine Brille ist hier. Klee, Fernrohr, Flugzeug. Klee, wo finde ich denn hier Klee? Kleiner Hinweis. Ah, das ist Klee. Fernrohr und Flugzeug. Das ist ein Papierflieger. Kein Flugzeug, aber gut. Fernrohr. Hier ist ein Fernrohr. Hier ist der Schlüssel zu uns. Hier. Ja, damit fehlt uns immer noch. Hier fehlt immer noch etwas. Hier wieder der Schlüssel zu uns fehlt. Ist er doch. Nimm das Zepter aus dem Palast der Königin, um den Zug zu starten. Haben wir doch. Hier. Ist das nicht das Zepter? Okay, dann gehen wir nochmal zurück zur Königin. Und nehmen noch ein Zepter mit. Ach so, ja. Das ist der Schlüssel zum Zepter. Natürlich. Achso, sehr schön. Es fehlt noch etwas, um den Zug zu starten. Okay. Wir müssen auch die richtigen Einstellungen treffen.
Was auch immer das ist. Den Dudendorf-Grün. Die Dionen. Es fehlt noch was, um den Zug zu starten. Welche Dioden? Du musst die heben, um alle Lichter auf grün zu stellen. Hey, dann die Schlüssel an. Achso, die Lichter hier. Die müssen an die grünen Lichter. Richtig, hier muss dann noch. Sehr schön. Und volle Fahrt voraus. Das war ein Unfallbauen. Nee, bleibt zum Glück rechtzeitig stehen. Da haben wir das Areal freigeschaltet. Oha, das ist also der Jabberwock. Endlich treffen wir uns, Alice. Kommst du, um den neuen Regenten Sundanans zu sehen? Du hast dieses Land in Aufruhr versetzt. Ich versuche nur, das Chaos einzudämmen, das hier herrscht. Ein Schrumpf trank ein Kaninchen, das redet, eine Grinsekatze, die sich in Luft auflöst. Das ist völlig lächerlich. Wenn du das realisiert hast, habe ich mein Ziel erreicht. Zu gegebener Zeit wirst du sehen, dass ich recht habe. In der Zwischenzeit kann ich nicht zulassen, dass du meine Pläne durchkreuzt. Ich habe das Warpal-Schwert wieder zusammengebaut. Du hast keine Chance. Elende Kreatur. Allein der Gedanke, den Gedanken zu wagen, nicht zu besiegen zu können, eine Illusion mehr. Die ich verschwinden lassen muss. Okay. Finales Wimmelbildspiel oder was? Und das Warpal-Schwert hast du nichts gegen mich in der Hand. Schön, dass wir es ihm verraten haben. Alice, du musst es wieder erlangen. Oder das Wunderland ist verloren. Dazu müssen wir erstmal ein Wimmelbildspiel spielen. Und dann, wenn dieses finale Wimmelbildspiel, müssen wir das Warpal-Schwert an uns nehmen. Natürlich. Pinzette, dreimal Schlüssel, Zahl 3, dreimal Flocke, Stock, Dosenöffner, Feder, Netz, Krone, Spachtel, Tintenlöscher und Raupe suchen wir. Habe ich schon eine Raupe? Tintenlöscher ist hier nicht ganz klar, was gemeint ist. Das ist halt immer. Dinosaurier ist nicht gesucht. Dreimal Flocke, dreimal Schlüssel. Fangen wir damit an. Bist du König? Okay, das war vielleicht ein Schlüssel. Er scheint so. Ein Ring, hier ist eine Schere. Hier ist noch ein Schlüssel. Schneeflocken. Schneeflocken, such mal hier. Ist eine Tatze. Eine Krone. Ah, ist sogar gesucht. Hier noch ein Schlüssel. Zwei Flocken brauchen wir noch. Hier ist noch eine Flocke. Eine suchen wir noch. Hier ist noch eine. Ist ein Blitz auch gesucht. Hier mal ein Blitz. Eine Feder habe ich doch schon gesehen. Nicht schon mit dem Mauszeiger mehrfach dran vorbei. Hier ist eine Feder. Spachtel, Tintenlöscher.
Ach, da ist ein Stock. Ach so, ein Stock. Stern brauchen wir nicht. Ein Dosenöffner. Scan-Dosenöffner. Zahl 3, Pinzette, Dosenöffner, Spachtel, Tintenlöscher brauchen wir noch. Die Tinte. Kleiner Hinweis. Ach, da ist der Spachtel. Tintenlöscher, Dosenöffner, Pinzette, Zahl 3. Zahl 3 muss doch findbar sein, oder? Hier ist die Zahl 3. Als Tintenfleck. Dosenöffner. Könnte das sein? Ja. Tintenlöscher und Pinzette brauchen wir noch. Pinzette. Eine Pinzette. Und ein Tintenlöscher. Okay, wie sieht ein Tintenlöscher hier aus in dieser Welt? Wir werden es gleich herausfinden. So sieht's aus. Ach, das sind diese Stempel. Da komme ich nie drauf. Stempel, die Tintenlöscher sind. Ventilrad. Ist das hier? Okay, das Schwert haben wir noch nicht zurück. Außer Reichweite. Ventilrad. Okay. Da können wir irgendwas im Ofen anbrennen. Okay, das finale Puzzle Game war es noch nicht. Irgendwas können wir jetzt hier verputzen. Im Ofen. Sehr schön. Jetzt haben wir hier ein Rätselspiel. Ach, das müssen wir tauschen, so dass das vielleicht den Drachen verbrennt. Da brauchen wir zwei Öffnungen, die an der richtigen Stelle liegen. Okay, ungefähr mittig. So, okay. Das kann doch nicht die richtige Lösung sein. So muss das sein. Hier muss da raus, okay. Das würde ich mal so tauschen. Nee, nicht. Das scheint schon halbwegs richtig zu sein. Nee, so ist es richtig. Es darf hier nichts offen sein. So kennt man das ganz gut. Sieht auch gut aus. Das sieht sehr gut aus. Passt. Wird das Schwert hin und her gewirbelt. Wir greifen es uns. Spinnnetz kann brennen. Okay, können wir uns Kohle rausholen. Bevor es heiß und brennt. Können wir es irgendwie an uns nehmen. Finden im Zug eine Fackel. Um das Spinnnetz abzubrennen. Keine Fackel. Natürlich in einem weiteren Wimmelbildspiel. Zitrone Croissant. Croissant. Schneebesen. Drei Fiolen. Kelch, Pferd, Anhänger, drei Fadenknäuel. Fächer, Krawatte, Spitze, Streichhölzer. Nicht Spitze, Streichhölzer, sondern Spitze und ein Streichholz. Eine Krawatte. Dreimal Fahnenknäuel. Das ist es nicht. Hier ist ein Fahnenknäuel.
Okay, das war schon meine Fiole. Ein Kelch. Wilder Hund, dicken. Ach, das sind die Fiole. Schachfigur brauchen wir nicht. Und das Pferd brauchen wir. Das ist noch eine Fiole. Zweimal Fahnenknöll brauchen wir noch. Knäuel. Eine Zitrone. Ist hier. Croissant, das muss doch auch auffällig sein. Croissant. Das war der Schneebesen. Die Croissants sehe ich doch sofort als erstes, normalerweise. Hier ist noch ein Fahnenknäuel. Na komm, nimm mit. Anhänger. Das wäre ein ziemlich großer Anhänger. Eine Puppe, eine Feder. Wild herumklick. Streichhölzer müssen wir noch finden. Kleiner Hinweis. Ist noch was? Okay, die Spitze. Spitze war das Spitzentuch. Okay. Streichhölzer, Fächer, Anhänger, Croissant, so wir noch. Warum finde ich das Croissant nicht? Das finde ich in einem anderen Wimmelbild spielen als allererstes. Das irritiert mich jetzt. Hier ist das Croissant. In Holzfarbe. Immer schön. Ein Anhänger. Hier vielleicht? Nee, hier ist ein Anhänger. Sehr schön, Fächer und Streichhölzer. Wahrscheinlich eine Streichhölzer-Schachtel, so eine hier. So, einen Fächer brauchen wir noch. Hinweis, hier. Na, nimm schon. Da ist ja doch der Fächer. So, jetzt brauchen wir die Fackel. Die Fackel. So, Fackel. Wo finden wir eine Fackel? Ich hab grad nicht hingeguckt. Musst du irgendwo an der Seite hin? Ja. Eine komische Fackel, aber. Ist auch das Wunderland. So. Besiegen wir den bösen Drachen. Greift hier. Gib auf, Alice. Lass Ordnung und Vernunft walten. Niemals. Und ein weiteres Wimmelbildspiel, in dem wir wieder wie das Schwert nicht finden werden, sondern das wird wieder los. Verdammt. Drei Büroklammern, Tintenfisch, König, Ei, Pfotenabdruck, Bürste, das kenne ich jetzt noch vom letzten Mal. Das war, was heißt vom letzten Mal? Vor ein paar Minuten, vor zwei, drei Minuten. Zahl 4, warum diesmal ist hier? Zirkel ist hier, den habe ich schon mal angeklickt. Viermal murmeln. Okay, das weiß tatsächlich nicht. Den König habe ich schon angeklickt. Die Bürste. Hier sind Murmeln. Drei Murmeln. Hier könnte noch eine Murmel sein. Murmel. Murmel, Murmel. Hier ist ein Ei. Fußabdruck war hier. Das ist das Schwert. Büroklammer. Ist jetzt nur noch halb so schwer, weil man es schon kennt. Tannenzapfen. Stern. Der war hier. Ein Gürtel. Hier. Eine Mümmel brauchen wir noch. Bürste und Tintenfisch.
Tintenfisch war hier. Ein Hinweis, das mir geben. Ah, da war die Bürste. Und eine Murmel. Die letzte Murmel brauchen wir noch. Und wo ist die letzte Murmel? Das ist ein Lolli. Ein Lutscher. Eine letzte Murmel. Hier oben vielleicht. Eine Murmel sein. Anekdote. Ich will schnell zum Finale fortschreiten. Sie lasst die Anekdoten weg. Hier die Murmel. Okay, die ist nie erkannt. Vorpaarschwert. Let's go. Es besiegt dich ein für alle Male. Es ist vorbei, Jabberwock. Ich hoffe, du magst kitzeln. Ach, deshalb ist das eine Feder. Hör auf, Alice. Ich ertrage keine. Mach weiter. Es ist kurz davor, den Verstand zu verlieren. Nun, Herr Jabberwock, verlieren wir etwa endlich unseren Ernst? Es reicht, Alice. Ich denke, er hat den Punkt erreicht, an dem es kein Zurück mehr gibt. Durch Kitzeln. Ha, okay. Interessante Sache. Ja, schau nur. Das ist amüsant. Ich fühle mich anders. So als sei ich nicht mehr ich selbst. Aber wenn ich nicht mehr ich selbst bin, wer bin ich dann? Jetzt ist er völlig verrückt und harmlos. Ich habe eine Wahnsinnslust auf Strudel. Haha. Das ist ein lustiges Wort. Strudel, Strudel, Strudel. Ich mache mich schnellstens auf die Jagd nach Strudel. Ja, ich denke, er wird niemandem mehr gefährlich sein. Du hast es geschafft, Alice. Ich wusste schon immer, dass man sich auf dich verlassen kann. Du warst wirklich super. Ui. Endsequenz. Endszene. Alice wacht auf. Wie traurig. Und hat das Schwert unter sich. Das nimmt man lieber mit. Credits oder was? Keine Credits. Schade. Aber wir haben das Spiel durchgespielt. Wir haben das Impressum, das können wir als Credits nehmen. Free Adaption of the Novel. Alice Adventures in Wonderland. Ah, okay. Und das sind die Leute, die schuld dran sind. Credits. Beziehungsweise. Ja, wie hieß das hier noch? Im Impressum. Joa, haben wir mal wieder ein Spiel durchgespielt. Ein kleines Puzzle-Game. Puzzle-Wimmelbild. Suchspiel. In zwei Streams und einem Blitztest. Haben wir das geschafft. Joa. Ist mein Plan doch aufgegangen? Ist das in der Zeit, wo ich nicht zu Hause bin? Wo ich bei meinen Eltern zu Besuch bin? Live mal streamen. Morgen Abend bin ich dann wieder zu Hause und dann. Ja. Sagen. Samstag kommt ja, Samstag gibt es dann Podcast. Bis noch eine Podcast-Folge live. Danach spiele ich vielleicht noch. Mal schauen, vielleicht spiele ich nach dem Podcast dann noch Herr der Ringe weiter. Sonntag ist ja das große Among Us-Turnier. Da könnt ihr euch auch schon sehr darauf freuen. Ja, und ich würde mal sagen, am Montag gibt es dann ein neues Projekt. Weil mit Dinner World 2 sind wir ja schon durch. Sind wir schon durch gewesen. Herr der Ringe geht dann noch weiter. Da werden wir noch freies Spiel spielen. Und noch ein bisschen Story zu Ende machen.
sind wir auch schon fast fertig mit der Story, aber freies Spiel geht dann noch eine Weile weiter. Und ja, ansonsten gibt es ein neues Projekt, auf das ihr euch freuen könnt. Ich verrate noch nicht viel. Ja, nicht so ein kurzes Projekt. Ich glaube, ein bisschen längeres Projekt, was wir dann starten. Gut, für das soll es erstmal gewesen sein. Für Alice Behind the Mirror war es das erstmal. Glaube ich, nach oben sollte euch das gefallen haben. Wenn ihr erst noch mal da neu seid. Und wir sehen uns am Samstag im Podcast wieder. Beziehungsweise dann danach, nach dem Podcast. Vielleicht noch mal schauen. Kommt drauf an, wie ich drauf bin. In Lego Hardiner. Gut, habt ihr noch einen angenehmen, fristigen Tag und man sieht sich. Haut rein.